Guten Morgen zurück aus der Nacht zu den Dartspuren. Vielen Dank, dass ihr abgestimmt habt, heute hier mit dabei zu sein und diesen Talk auszuwählen. Das ist natürlich die goldene Moderationsbrücke sofort in das Thema des Vortrags. Ich habe hier bei mir Linus und Till, die erzählen uns ihre Erlebnisse, wie sie Abstimmungsergebnisse des Europäischen Parlaments sichtbar gemacht haben auf der Webseite howtheyvote.eu. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Genau, wir erzählen euch was über How They Vote und dazu schauen wir uns als erstes mal an, was ist das eigentlich? Das ist eine Internetseite, die wir zusammen betreiben, auf der ihr durchsuchen könnt die Abstimmungen im Europäischen Parlament nach Schlagworten, das heißt quasi nach Themen, die euch interessieren. Wir haben das hier exemplarisch mal gemacht mit Frontex, der Europäischen Grenzschutzagentur. Jetzt sehen wir hier Abstimmungen, die es in der letzten Legislaturperiode gab, die dieses Thema betreffen. Und dann können wir uns die einzelnen Abstimmungen anschauen und uns eben einmal angucken, okay, wie ist denn die Abstimmung insgesamt ausgegangen? Dann auch eine Liste, wo wir uns anschauen können, bei jedem einzelnen Abgeordneten, wie die jeweils abgestimmt haben. Das Ganze kann man dann auch noch filtern. Wir haben das hier mal so eingestellt, dass wir uns zum Beispiel die grünen Abgeordneten aus Deutschland anschauen. Aber man kann sich das auch zum Beispiel aggregiert nochmal so anschauen, wenn einen eben interessiert, wie haben sich denn die Parteien insgesamt verhalten. Und genau, wir wollen euch jetzt in der nächsten halben Stunde so ungefähr einmal mitnehmen auf so eine kleine Reise, wo wir erstmal darüber reden, was ist das Europäische Parlament eigentlich, was machen die da, warum ist das interessant, sich damit zu beschäftigen, wie haben wir diese Seite gebaut, warum haben wir die überhaupt gebaut und was kann man mit den Daten, die da rausfallen, am Ende so Interessantes machen. Fangen wir also an beim Europäischen Parlament und das Europäische Parlament ist eine der drei großen gesetzgebenden EU-Institutionen. Das heißt, wir haben da einmal das Parlament, den Rat und die Kommission und die Europäische Kommission ist quasi das große Exekutivorgan der EU. Es besteht aus 27 Kommissarinnen, die werden ja gerade, wurden neu vorgestellt. Das ist dann einer pro Land, die sich eben spezifisch mit bestimmten Themenbereichen beschäftigen. Der Rat ist die Vertretung der Mitgliedsländerregierungen in der EU. Das heißt, da haben wir auch 27 Stück, einen aus jedem Land. Und dann haben wir eben das Europaparlament. Und was das Europaparlament besonders interessant macht, ist, dass das die einzige dieser drei großen Institutionen ist, die direkt demokratisch gewählt werden. Das heißt, die Regierungsoberhäupter werden in den allermeisten Ländern ja nicht direkt unmittelbar gewählt, sondern dann aus den Parlamenten heraus. Bei den Kommissaren ist das Verfahren noch ein bisschen undurchsichtiger. Die werden irgendwie von den Regierungen vorgeschlagen und dann von von der Leyen ausgewählt. Aber jetzt im Juni hatten wir das ja gerade, diese Abgeordneten aus dem Europaparlament, die kann man eben über die Mitgliedstaaten verteilt direkt wählen und genau die Menschen, die man gewählt hat, findet man dann auch im Parlament wieder. Das sind insgesamt seit der neuesten Legislaturperiode 720 Stück. Wie viele aus jedem Land kommen, unterscheidet sich so ein bisschen danach, wie groß das Land jeweils ist. Deutschland ist das bevölkerungsstärkste Land in der EU und schickt 96 Abgeordnete ins Europaparlament. Sehr kleine Länder wie beispielsweise Malta schicken dann irgendwie 6 Abgeordnete. Und die Arbeit im Europäischen Parlament ist, könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie in anderen Parlamenten, zum Beispiel im Bundestag oder Landtagen auch. Das heißt, wir haben da 24 Ausschüsse und die beschäftigen sich eben jeweils mit spezifischen Themen. Da passiert der Hauptteil der inhaltlichen Arbeit und die Ergebnisse dieser Arbeit landen dann 2-mal im Monat in Plenarsitzungen. Es gibt einen Plenarsaal in Straßburg und einen in Brüssel und mit den Abstimmungen, die in diesem Plenarsaal passieren, beschäftigen wir uns hier bei How They Vote. Gehen wir einmal ganz kurz durch, wer sitzt denn da eigentlich gerade so? Wie gesagt, es sind gerade 720 Abgeordnete und die verteilen sich, wie auch im Deutschen Bundestag, auf Fraktionen. Und hier am Anfang ist relativ übersichtlich, also genau, wir haben eine Linksfraktion, wir haben eine sozialdemokratische Fraktion, wir haben die Fraktion der Grünen. Renew ist die liberale Fraktion, das heißt, da sitzt aus Deutschland die FDP. Dann haben wir hier die große konservative Fraktion, das heißt, da sitzen die deutschen Unionsparteien und dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Wir haben einmal die ECR, das sind die European Conservatives and Reformer, die bezeichnen sich selber als Euroskeptiker, als softe Euroskeptiker, aber auch da finden wir auf jeden Fall schon knallharte rechtsextreme Fraktionen und dann wird es immer schlimmer, je weiter wir hier nach vorne kommen. Es gab im 9. Europäischen Parlament, also das, was sozusagen das vorherige, gab es noch im Wesentlichen eine ganz offen rechtsradikale Gruppe, die haben sich jetzt zerzankt und jetzt gibt es zwei. Das sind einmal hier die Patriots for Europe, die sich gegründet haben, um vor allem Le Pen und
die Partei von Viktor Orbáns Fidesz aus Ungarn. Und weil einige der Rechtsradikalen sogar denen noch zu rechtsradikal waren, hat dann vor allem die deutsche AfD dieses Europe of Sovereign Nations gegründet. Also 13 von diesen 25 Abgeordneten hier sind die deutschen AfD-Abgeordneten im Europaparlament. Und dann haben wir noch 32 fraktionslose Abgeordnete. Und da kann man auf zwei Arten landen. Die eine Variante ist, wenn man quasi über eine kleine Partei, die sich jetzt nicht unmittelbar einer dieser großen Gruppen angeschlossen hat, ins Europaparlament gewählt wird, beispielsweise Martin Sonneborn über die Partei, dann ist man fraktionsloser Abgeordneter. Und wenn einen die eigene Fraktion rausschmeißt, zum Beispiel Maximilian Krah, den sogar die ganz rechtsaußen Rechtsradikalen nicht mehr haben wollten, der sitzt jetzt auch bei den Fraktionslosen. Und wir gehen da deswegen drauf ein, weil es da ein paar Aspekte gibt, die das besonders interessant machen, sich die das Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament anzuschauen. Der eine Punkt ist, dass, na klar, wir haben hier irgendwie eine sozialdemokratische Fraktion, aber die ist in sich natürlich deutlich diverser, als wir das vielleicht von den deutschen Sozialdemokraten kennen, einfach weil da eben sozialdemokratische Parteien aus 27 Ländern zusammenkommen, die alle ein bisschen ein unterschiedliches Parteienspektrum haben, eine unterschiedliche politische Kultur. Und das zieht sich natürlich durch alle Gruppen, sodass wir dann insgesamt ein viel breiteres Parteienspektrum hier abdecken, als wir das zum Beispiel aus dem Deutschen Bundestag kennen, verstärkt auch dadurch, dass wir bei den Europawahlen in der Regel keine Sperrklauseln haben. Also wir haben ja im Bundestag eine 5%-Hürde, die gibt es hier nicht. Das heißt, man kann mit viel weniger Stimmen zum Beispiel schon auch einen Abgeordneten schicken. Und ein zweiter Punkt, der ganz interessant ist, es gibt hier einen deutlich weniger starken Fraktionszwang, als wir das aus dem Deutschen Bundestag kennen. Also wenn ich einen Oppositionsantrag in den Bundestag einbringe, dann kriege ich da ein bisschen Redezeit, aber es ist eigentlich von vornherein allen Leuten klar, dass der niedergestimmt wird. Hier sind die Mehrheiten ein bisschen fluider. Das heißt, es wird durchaus mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt und es gibt auch Themen, wo beispielsweise dann die Parteizugehörigkeit gar nicht der entscheidende Punkt ist, sondern beispielsweise die skandinavischen Länder geschlossen abstimmen, zum Beispiel, weil das was ist, was sie aufgrund ihrer geografischen geteilten Lage besonders betrifft. Und eine Sache, die noch ganz interessant ist, Volt ist auch mit drei Abgeordneten vertreten und Volt ist jetzt Teil der Grünen-Fraktion. Und das ist nämlich dann eben durchaus Verhandlungsmasse. Das heißt, Volt hat mit der liberalen Fraktion und den Grünen verhandelt über einen Gruppenbeitritt und am Ende in einem Mitgliedervotum entschieden, dass sie sich der Grünen-Fraktion anschließen. Warum macht man das? Die Interessen der Abgeordneten sind, dass man zum Beispiel mehr Mittel bekommen könnte. Die Fraktionen haben nochmal eigene Mittel. Das heißt, man kann dann vielleicht noch eine Person mehr anstellen. Man bekommt vielleicht nochmal einen Berichterstatterposten mehr. Man kann irgendwie die Fraktion ein bisschen auf seine Seite ziehen und sagen, hey, wenn wir euch anschließen, dann möchten wir eure Unterstützung in XY. Das heißt, es hat für die einen Vorteil, in dieser Gruppe organisiert zu sein. Und das Interesse der Gruppen ist natürlich, dass auch wenn es jetzt keinen super strikten Fraktionszwang gibt, man seine politischen Vorstellungen einfacher durchbekommt, wenn man viele Abgeordnete in seiner Fraktion vereint. Worüber stimmen die dann da so ab? Es gibt im Wesentlichen zwei große Sorten von Texten, über die das Europäische Parlament abstimmt. Das eine sind nicht-legislative Resolutionen, das sind eben dann keine Gesetze, sondern quasi Meinungsäußerungen des Europäischen Parlaments, die jetzt niemanden ganz konkret binden, aber die doch irgendwie so einen auffordernden Charakter haben, beispielsweise die Kommission auffordern, irgendetwas zu tun oder die eben als Stellungnahme des Europaparlaments Menschenrechtsverletzungen oder die Rechtsstaatlichkeit durchaus auch mal in anderen EU-Staaten kritisieren. Und der zweite Aspekt sind natürlich, dass, ich habe es vorhin gesagt, das Europäische Parlament daran beteiligt ist, die Gesetze in der Europäischen Union zu schreiben. Und es gibt mehrere Wege, wie Gesetze in der Europäischen Union entstehen können, aber der Weg, der am allerhäufigsten ist, das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Und das ganz vereinfacht funktioniert so, dass das Initiativrecht immer bei der Europäischen Kommission liegt. Das heißt, die Kommission kann sagen, hey, wir würden gerne, dass es folgendes Gesetz gibt, dann schreiben die das auf und schlagen das dem Rat und dem Parlament vor. Rat und Parlament beraten dann intern ihre Positionen. Im Parlament funktioniert das so, dass der Vorschlag da reinkommt, dann wird der, je nachdem, worum es da inhaltlich geht, mehreren Ausschüssen zugeordnet. In den Ausschüssen passiert der Großteil der inhaltlichen Arbeit.
Die gehen dann mit Empfehlungen ins Plenum und am Ende findet das Plenum eben die offizielle Position des Parlaments. Dann muss man schauen, okay, die Position des Parlaments und die Position des Rats, passen die irgendwie zusammen? Können wir uns hier auf was einigen? Und wenn sich geeinigt wird, dann fällt eben ein europäisches Gesetz raus. Wenn sich nicht geeinigt wird, dann kann man das auch nochmal in die jeweiligen Institutionen reingeben. Das Spiel kann man insgesamt 3-mal machen. Das ist dann die erste, zweite und dritte Lesung. Wenn man sich anschaut, die Gesetzesvorhaben jetzt aus der 9. Legislaturperiode, dann wird sich in der Regel sehr früh in diesem Prozess geeinigt. Das heißt, in der Regel gibt es eine Lesung in der überwiegenden Anzahl der Gesetze, die beschlossen werden. Und dass sich gar nicht geeinigt wird, passiert quasi nie. Genau, und jetzt schauen wir uns einmal kurz an, wie das eigentlich abläuft, wenn im Plenum abgestimmt wird. Entschuldigung für den Ton, das geht auf uns, liegt nicht am Parlament. It will move for a motion for a resolution tabled by 5 groups on the need for the EU's continuous support for Ukraine. Amendment 1 by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 4. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. Original text in 2 parts. First part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 5. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 6 by roll call. Vote is open. Vote is closed. So, da haben wir jetzt mehrere Sachen gesehen, die ganz interessant sind. Das eine, warum wir euch das mitbringen wollten, ist, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie unglaublich hoch das Tempo ist, in dem da abgestimmt wird. Dass bei komplizierteren Gesetzesvorhaben machen die das auch gerne mal mit 300 Abstimmungen am Stück. Und weil das ein bisschen unübersichtlich ist, habt ihr vorne auch gesehen, gibt es da manchmal Leute, die so für die Fraktionen anzeigen, wie gerade abgestimmt wird, einfach damit man den Überblick behält. Und das Zweite, was ihr gesehen habt, es gab quasi verschiedene Modi, wie abgestimmt wurde. Ne? Bei manchen Abstimmungen haben sich einfach Leute gemeldet, für, dafür, dagegen, Enthaltung. Und dann hat die Parlamentspräsidentin vorne gesagt, alles klar, habe ich hier gesehen, Mehrheit war dafür, ist angenommen. Und es gab sogenannte Roll-Call-Votes. Und die sind interessant, weil da wird über ein elektronisches System abgestimmt, das alle Abgeordneten auf ihrem Platz haben. Da hat man dann 3 Knöpfe und muss eben ganz schnell drücken, ob man dafür ist oder dagegen ist oder ob man sich enthält. Und das hat zur Folge, dass es erstens danach ganz konkrete Zahlen gibt. Das heißt, wir wissen danach nicht nur, ja, da war eine Mehrheit dafür, sondern da waren 468 Abgeordnete dafür. Und das wird aufgezeichnet und zugeordnet jedem einzelnen Abgeordneten. Das heißt, wir wissen danach von jedem Abgeordneten, wie haben die abgestimmt. Genau, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Der letzte Punkt, den ihr gerade gehört habt, ist immer, wenn eine neue Abstimmung aufgerufen wurde, dann wurde irgendwie Amendment 5 oder Amendment 6 aufgerufen. Und diese Amendments, das deutsche Wort ist einfach Änderungsanträge, sind die Art und Weise, wie das Parlament zu seiner Position findet. Das heißt, es gibt irgendwie einen Text, der als initialer Vorschlag da reinkommt. Und dann kann man eben als Ausschuss oder auch als Fraktion Dinge an diesem Text ändern. Und wir haben euch hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist so eine nicht-legislative Resolution, wo es um die Unterstützung der EU für die Ukraine ging. Und hier wollte die Linksfraktion gerne was im Text ändern. Im originalen Text, der hier auf der linken Seite, könnt ihr den sehen, stand eben, dass das Europaparlament die Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Ukraine und Moldau begrüßt. Und die Linksfraktion wollte das gerne ändern, sodass dieses Begrüßt wegkommt und stattdessen da steht, nimmt zur Kenntnis. Und das haben wir ausgewählt als Beispiel, weil da relativ offensichtlich ist, wenn man diese Wörter ändert, dann verschiebt sich natürlich auch die Bedeutung des Satzes ziemlich doll. Und das ist eine Sache, die immer mal wieder hochkommt, wenn man mit diesen Abstimmungsdaten arbeitet und sich dann irgendwie anguckt, ja, hier hat ein Abgeordneter irgendwie dagegen gestimmt, aber das Gesetz heißt ja irgendwas mit Klimaschutz. Was soll das denn? Heißt das jetzt, dass der Klimaschutz nicht mag? Wenn man wirklich quasi dann ins Detail reingeht und verstehen möchte, wie sind denn diese Abstimmungsverhalten zu interpretieren, wird es relativ schnell ziemlich kompliziert, weil man sich wirklich genau anschauen muss, wie sah denn dieser Text am Ende aus? Weil es eben durch diese Änderungsanträge, von denen es, wie gesagt, gerne auch mal ein paar hundert Stück geben kann, möglich ist, den initialen
die initiale Bedeutung eines Textes sehr massiv zu verschieben, sodass am Ende vielleicht nur noch Klimaschutz draufsteht, aber überhaupt kein Klimaschutz mehr drin ist. Das ist was man einfach immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man mit dieser Art von Abstimmungsdaten arbeitet. Genau, jetzt habe ich gerade gesagt, diese Rollcall-Votes werden aufgezeichnet und das Parlament veröffentlicht die Ergebnisse dieser Rollcall-Votes tatsächlich auch. Und jetzt kommen wir langsam dahin, warum wir gesagt haben, wir bauen How They Vote. Die Daten werden nämlich in so Listen veröffentlicht, die ungefähr so aussehen. Das heißt, hier habt ihr quasi, also wir können hier sehen, okay, alle Namen, die jetzt hier folgen, haben dafür gestimmt. Die sind dann netterweise noch nach Fraktion sortiert, aber ansonsten haben wir hier einfach nur eine Liste von allen Nachnamen der Abgeordneten. Und das ist natürlich insbesondere, wenn man sich jetzt nicht den ganzen Tag mit Abstimmungen im Europäischen Parlament beschäftigt und auch wenn man das mal eine Weile gemacht hat, ist das immer noch super schwierig. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, jo, uns würde natürlich irgendwie interessieren, wie haben denn die deutschen Abgeordneten abgestimmt, dann muss ich die Nachnamen von allen 96 Abgeordneten erstens wissen und danach in dieser Liste zusammensuchen. Und wenn mich das für mehrere Abstimmungen interessiert, dann suche ich relativ lange. Genau, das ist irgendwie doof. Und wir sind auch gar nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist. Es gab eine Seite, sagen wir nachher noch mal ganz kurz was zu, die hieß VoteWatch. Und die hat was sehr Ähnliches gemacht wie wir. Und auch ParlamentarierInnen ist das aufgefallen, dass das irgendwie doof ist. Und deswegen haben die im Parlamentarischen Kontrollausschuss die Parlamentsverwaltung mal gefragt und waren so, hey, wie sieht's denn aus? Es gibt hier so eine kommerzielle Seite, die bietet das an und das ist viel übersichtlicher als bei uns. Gedenkt ihr da irgendwie was dran zu ändern? Und die Parlamentsverwaltung hat gesagt, nee, in unserer Geschäftsordnung steht, wir müssen das veröffentlichen. Das tun wir auch und man kann sich die Listen ja ganz einfach hier angucken. Das stimmt auch, aber genau, die Listen sind dann halt so halb hilfreich. Genau, das heißt, die Parlamentsverwaltung hat jetzt nicht so super viel Handlungsbedarf gesehen, da was zu verbessern. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir wollen mal gucken, ob man das einfacher machen kann, haben angefangen, an How They Vote zu arbeiten. Und wir haben uns ein paar Ziele gesetzt. Das heißt, wir wollten einmal, dass es einfach ist, Abstimmungen, die einen interessieren, zu finden. Ne? Das heißt, man muss irgendwie die Möglichkeit haben, einfach ein Thema, was einen interessiert, da einzugeben. Und dann die relevanten Abstimmungen zu sehen, sodass man nicht unbedingt vorher schon wissen muss, worüber wird eigentlich so im Europaparlament abgestimmt. Wenn ich dann die Abstimmung habe, soll es eben besonders einfach sein, rauszufinden, wer denn wie abgestimmt hat. Und wir wollen außerdem möglichst viel Kontext zu diesen Abstimmungen sammeln, sodass es eben möglich ist, sich so gut es geht ein Bild davon zu machen, worum ging es da tatsächlich inhaltlich, damit man sich eben nicht auf diese Falle mit dem Titel verlassen muss. Und das letzte Ziel war einfach, wenn wir jetzt uns Arbeit machen und hier irgendwie viele Daten sammeln und die irgendwie so aufbereiten, dass man da Spaß mit haben kann, dass das ja super wäre, wenn andere Leute die auch verwenden können und sich die ganze Arbeit nicht nochmal machen müssen. Wir haben 2020 angefangen, an einem ersten Prototypen zu arbeiten, haben jetzt vor den Wahlen relativ viel nochmal neu geschrieben und zwischendurch irgendwie viele Sachen gelernt und genau, so ein paar Sachen, die uns mittlerweile sehr wichtig sind, die mehr auf so einer technischen Ebene spielen, als sozusagen an die Anforderungen, was die Seite an sich können wollte, dass wir festgestellt haben, es muss einfach zu warten sein und es darf keine händische Datenpflege geben. Wir haben am Anfang mal gedacht, ja, es gibt ja nicht so super oft Plenarsitzungen und wenn man dann ab und zu mal einmal im Monat reingehen muss und händisch irgendwas reparieren, dann ist das schon okay. Stellt sich raus, nee, schafft man nicht, das ist einfach was wir in unserer Freizeit machen und wenn man mal keine Zeit hat, dann muss das einfach auch über Monate im Zweifel vor sich hinlaufen und es sollte da nichts entstehen, was dadurch irgendwie falsch wird. Außerdem ist Berichterstattung über das Europaparlament relativ rar gesät und wenn es Berichterstattung darüber gibt, dann eigentlich nur in unmittelbarer Nähe zu der Abstimmung. Das heißt, es ist super wichtig, dass wir die Abstimmungsdaten extrem schnell zur Verfügung stellen, weil eben drei Tage später oder so die Aufmerksamkeit meistens schon wieder weg ist. Und wir werden gleich nochmal darüber reden, was für Daten wir alles sammeln, aber was das für uns bedeutet, ist, dass wir sozusagen nicht warten, bis wir alle Daten, die wir eigentlich gerne hätten, zusammen haben, sondern einfach ganz viel optional dann ergänzen, aber sobald diese Namenslisten da sind, erstmal das anzeigen und der Rest kommt dann gegebenenfalls später dazu. Und der dritte Punkt, der auch so ein bisschen mit dem ersten zusammenhängt, ist, dass wir festgestellt haben, es macht Sinn, einfach ein bisschen weniger Sachen anzuzeigen, im Zweifel Dinge rauszulassen, wenn wir uns nicht sicher sind, dass das immer gut funktioniert, einfach damit man ruhigen Gewissens das auch mal lange laufen lassen kann und nicht Angst haben muss, dass wir jetzt irgendwie Sachen anzeigen, die überhaupt nicht stimmen.
Genau. Und was für Daten dafür dazu für verwenden und wie wir das Ganze technisch umsetzen und was man mit den Daten dann noch alles Interessantes machen kann, das erzählt euch jetzt Till. Ihr habt jetzt gerade diese Abstimmungslisten schon bei Linus gesehen als PDF-Dateien. Die gibt es glücklicherweise sogar auch in einem maschinenlesbaren Format als XML-Dateien. Also diese PDF-Dateien sind gar nicht das einzige Format, das es gibt. Aber auch in den XML-Dateien steht im Wesentlichen das drin, was man hier sieht. Also links oben in der Ecke ist irgendwie so eine Referenznummer zu dem Text, über den da eigentlich abgestimmt wurde. Und dann sieht man da im Wesentlichen die Nachnamen in der Regel der Abgeordneten. Danach, wie sie abgestimmt haben, ob sie dafür, dagegen oder mit Enthaltung gestimmt haben, immerhin nochmal gruppiert nach ihrer Fraktionszugehörigkeit. Aber das war es dann eben auch. Und deshalb nehmen wir diese Abstimmungslisten als Ausgangspunkt, aber reichern die mit einer Reihe weiterer Datenquellen an. Also zum Beispiel gibt es auf der Webseite des Parlaments für alle Abgeordneten so eine Art Profilseite. Da stehen zum Beispiel so ein paar biografische Daten drauf, wann die geboren sind, welche Nationalität die haben. Aber auch natürlich deren Fraktionszugehörigkeit und solche Dinge. Und die Daten rufen wir zum Beispiel ab. Dann hat Linus gerade schon gesagt, wir wollen versuchen, irgendwie möglichst viel Kontext zu Abstimmungen an einer Stelle darzustellen, damit man eben nicht erst EU-Politik-Nerd sein muss, um zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Und eine Sache, die wir da zumindest als ersten Schritt machen, das ist, glaube ich, noch nicht das Beste, was geht, aber es ist ein erster Schritt, ist, dass wir versuchen, Abstimmungen zu verknüpfen mit Pressemitteilungen, die das Parlament herausgibt. Die geben nämlich tatsächlich zu relativ vielen Abstimmungen eine Pressemitteilung heraus, wo dann häufig so drei Bullet Points am Anfang schon mal stehen, die natürlich etwas zurückhaltend und formal zusammenfassen, worum es da geht. Aber das ist zumindest schon mal ein bisschen hilfreich. Und Linus hat auch gesagt schon, ne, also viele Abstimmungen, die finden statt im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens. Und das Parlament hat noch so eine separate Datenbank, das Legislative Observatory, in dem es ganz, ganz viele Informationen zum Status und den Schritten von so einem Gesetzgebungsverfahren bereitstellt. Da rufen wir Informationen ab. Es gibt auch noch Eulex, das ist noch eine andere Datenbank, die von der Europäischen Union betrieben wird. Das im Prinzip die zentrale Datenbank der EU für EU-Recht. Da nutzen wir gar nicht so viel raus, aber was die machen, ist ganz praktisch. Die haben so eine Verschlagwortung für die allermeisten Gesetzgebungsverfahren und wir rufen einfach diese Schlagworte ab, weil wir damit unsere Suchfunktion so ein bisschen besser machen. Also damit man dann irgendwie zum Beispiel nach Migration oder so suchen kann bei uns. Und auch Abstimmungen findet, in denen es um Frontex oder so geht, auch wenn da jetzt nicht Migration im Titel steht und solche Sachen. Ja, und wir nutzen noch eine ganze Reihe weiterer so Referenzdatensätze, die vom EU Publications Office bereitgestellt werden. Das ist so im Prinzip die zentrale Veröffentlichungsstelle oder das Verlagshaus der Europäischen Union. Und die stellen relativ viel auch so Daten bereit, einfach so Dinge wie eine Liste mit allen Ländern und Territorien, die die EU irgendwie kennt und anerkennt. Oder auch eine Liste mit allen Fraktionen, die es im Parlament jemals gab, wann die aktiv waren und welche unterschiedlichen Namen die vielleicht mal hatten. Und das ist einfach ganz praktisch als Hintergrunddaten bei uns. Ja, und all diese verschiedenen Datenquellen, die da und noch ein paar mehr, versuchen wir dann irgendwie zu verbinden, sodass wir die an einer zentralen Stelle auf unserer Webseite sehen kann. Und das geht natürlich mit all so den klassischen Problemen einher, die es so gibt bei der Integration von Daten aus verschiedenen Quellen. Und das fängt schon an bei den Namen der Abgeordneten. Also ich habe jetzt gerade schon gesagt, in diesen Abstimmungslisten stehen in der Regel die Nachnamen der Abgeordneten drin. Auf diesen Profilseiten auf der Parlamentsseite, da stehen immer die vollen Namen, Vor- und Nachname. Irgendwie so. Und damit man die dann zuordnen kann, dann muss man das irgendwie aufsplitten, erstmal in Vor- und Nachname auftrennen. Und jetzt gibt es eine Sache, die uns da ganz gelegen gekommen ist, nämlich im Französischen. Und Französisch ist eine der Amtssprachen des Parlaments. Da gibt es so ein bisschen diese Konvention, dass man den Nachnamen immer groß schreibt. Da haben wir uns gedacht, okay, easy, schreiben wir einfach einen regulären Ausdruck, der quasi aufsplittet. Alle Wörter am Ende des Namens, die quasi nur aus Großbuchstaben bestehen, das ist unser Nachname und dann haben wir das Problem gelöst, bis man dann natürlich anfängt und all die verschiedenen Edge Cases sieht, die es da so gibt. Es geht dann irgendwie bis hin zu so britischen Adelstiteln und am Ende hatten wir dann halt so einen regulären Ausdruck da. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so super schön, das ist irgendwie ein bisschen organisch gewachsen, aber hat zumindest funktioniert.
gibt eine ganze Reihe weiterer Probleme, in die man dann da reinläuft. Ne? Also natürlich gibt es Nachnamen, die mehrfach vorkommen, gerade bei so vielleicht eher häufigen Namen in bestimmten Sprachen. Es gibt Variationen von Namen, also mal wird ein Umlaut so geschrieben, manchmal wird er quasi als UE ausgeschrieben. Manchmal gibt es vielleicht zusätzlich Vor- oder Mittel- oder Nachnamen, die mal quasi auftauchen und mal nicht erwähnt werden und so weiter und so fort. All das macht irgendwie Probleme. Und es passiert natürlich auch, dass Leute ihre Namen ändern, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist natürlich eigentlich toll, aber ein bisschen doof, wenn die eine Datenquelle dann noch den einen alten Namen verwendet und die andere Datenquelle schon den neuen Namen verwendet. Dann kann man auch, wenn man sich Mühe gibt und so ein bisschen Fuzzy Matching oder so macht, das irgendwie nicht mehr so gut automatisch zuordnen. Ja, und auch wenn es nicht darum geht, Abgeordnete über verschiedene Datenquellen irgendwie zu verbinden oder zuzuordnen, gibt es das auch bei den Abstimmungsdaten. Und da sind wir mittlerweile ehrlich gesagt dazu übergegangen, dass wir das gar nicht mehr versuchen und wir nehmen einfach nur noch Datenquellen, bei denen das einigermaßen gut anhand von Identifiern oder Referenznummern funktioniert. Ich habe hier mal so ein Beispiel mitgebracht. Links oben seht ihr nochmal so eine Abstimmungsliste und da in der Ecke steht so eine von diesen Referenznummern, wieder über den Text, um den es da geht. In der Mitte ist jetzt nochmal so eine andere Webseite des Parlaments, da findet man mehr Informationen, unter anderem den vollen Text tatsächlich dazu. Da taucht wieder diese Referenznummer auf und da taucht auch noch eine andere Referenznummer auf, die ein bisschen anders aussieht, weil es auch eine andere Referenznummer ist. Nämlich eine, über die man jetzt Verfahrensinformationen in dieser anderen Datenbank des Parlaments findet. Und so hangeln wir uns dann im Prinzip einfach nur an solchen Nummern entlang, was jetzt gar nicht technisch super irgendwie aufwendig ist. Genau, und das ist aber auch gut so, weil wir wollen, dass das einfach zuverlässig funktioniert. Auch wenn man solche eindeutigen Referenznummern hat, sind die Formatierungen aber übrigens gar nicht immer so ganz eindeutig. Es ist die gleiche Referenznummer, nur irgendwie in drei verschiedenen Datenquellen irgendwie ein bisschen anders formatiert. Weiß ich auch nicht so genau, warum ist, aber irgendwie so. Und kann man zumindest mit leben, wenn man es weiß. Und was natürlich auch passiert, denn diese ganzen verschiedenen Systeme und Webseiten, die werden irgendwie auch von Menschen gepflegt. Das heißt, da tauchen auch so die ganz typischen menschlichen Probleme auf. Also Sachen wie Tippfehler oder gerade in diesen Referenznummern ab und zu mal ein Zahlendreher, wo wir uns fragen, also warum funktioniert das hier gerade nicht, dass das nicht korrekt zugeordnet wurde? Und dann stellt sich raus, ist halt einfach irgendwie, weil da diese Nummer einmal falsch ist, da ein Fehler drin ist. Ich möchte aber gar nicht so ein düsteres Bild von der ganzen Situation malen, weil sich da schon auch was tut. Also seit Anfang 2020 zum Beispiel gibt es in diesen Abstimmungslisten und auf der Parlamentswebseite IDs für Abgeordnete, die gleich sind. Also man muss dieses ganze Problem mit dem Zuordnen von Namen, das kann man da irgendwie umschiffen und hat einfach eine ID für jeden Abgeordneten, jede Abgeordnete, die man nutzen kann, um die zuzuordnen. Für Abstimmungen gibt es das mittlerweile auch seit Anfang dieses Jahres. Da tut sich ein bisschen was und das Parlament hat mittlerweile auch so ein Open-Data-Portal bereitgestellt, inklusive einer Schnittstelle, über die es einige Daten bereitstellt, unter anderem biografische Daten zu den Abgeordneten. Wir nutzen das noch gar nicht so viel, einfach weil es das noch nicht so lange gab und wir quasi vorher schon mit anderen Datenquellen angefangen haben, an diesem Projekt zu arbeiten, aber hoffen, dass das in Zukunft eine zuverlässigere Alternative zumindest für einige unserer Datenquellen sein wird. Ja, genau, aber also dieser reguläre Ausdruck zum Beispiel, jetzt Gott sei Dank nicht mehr notwendig eigentlich. Falls ihr Vorschläge oder Anregungen habt, gerade zu Datenquellen, die vielleicht dabei helfen können, bei dieser Kontextualisierung, beim Zugänglichmachen von Abstimmungen, von Abstimmungsdaten, gerade für Menschen, deren Beruf das jetzt nicht irgendwie ist oder deren, die sich da nicht so gut auskennen, dann sprecht uns gerne an. Wir sind da immer auf der Suche nach Ergänzungen. Und bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, möchte ich noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, ein paar ähnliche Projekte kurz vorzustellen und auch ein bisschen zu sagen, was sind denn so Use Cases für diese Daten, was kann man damit überhaupt machen. Es gibt ein paar ähnliche Projekte, zum Beispiel PaleTrack, das ist auch ein Open Source und Open Data Projekt, die haben ein bisschen breiteren Scope, also die haben auch ein paar Sachen zur Abstimmung, aber vor allem auch zu den Ausschüssen und zu den Gesetzesverfahren und so weiter primär. Es gibt Abgeordnetenwatch, die wahrscheinlich vielen von euch im Begriff sind, die zu ausgewählten Abstimmungen auch das Abstimmungsverhalten der deutschen Abgeordneten veröffentlichen. Und Linus hat es gerade schon angesprochen.
Boatwatch war eine Webseite, die was Ähnliches gemacht hat und so ein bisschen quasi, glaube ich, Pioniere da waren. Die gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Ja, und wir haben euch noch einfach ein paar Beispiele mitgebracht, die wir ganz interessant fanden, was man damit machen kann. Zum einen gab es vor der Europawahl diesen Digitalomat, entwickelt von der Digital Courage Ortsgruppe in Braunschweig, der im Prinzip so funktioniert wie der Wahlomat. Also es gibt irgendwie so Thesen und man kann sagen, ob man denen selbst zustimmt, neutral gegenübersteht oder denen nicht zustimmt. Mit einem entscheidenden Unterschied zum Wahlomat. Beim Wahlomat kriegen die Parteien ja so Thesen und können dann sagen einfach, wie sie dazu stehen. Und der Digitalomat hat das aber gemacht mit dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten der Parteien in der zurückliegenden Legislaturperiode. Genau, das finde ich zum Beispiel einen ganz tollen Anwendungsfall dafür. Und hier haben wir nochmal so eine Doppelseite mitgebracht aus dem Standard aus Österreich, die eine ganze Reihe von Visualisierungen gemacht haben auf diesen Daten. Müsst ihr jetzt nicht oder könnt ihr auch gar nicht alles sehen, ich weiß. Aber eine Abstimmung oder eine Visualisierung, die ich da ganz interessant fand, ist die hier unten. Da sieht man auf der Y-Achse immer, wie viele Abgeordnete dafür, dagegen oder mit Enthaltung gestimmt haben, hier nach oben. Und auf der X-Achse ist die Zeit, also ganz hier links ist irgendwie die erste Abstimmung in der Legislaturperiode und ganz rechts ist die letzte Abstimmung. Und unten in Grau seht ihr nochmal, wie viele Abgeordnete denn abwesend waren bei den Abstimmungen jeweils. Und als die Leute vom Standard das dann gemacht haben, ist denen aufgefallen, dass da irgendwie hier so diesen Bereich gibt, da sind auf einmal viel mehr Leute da und stimmen viel mehr Leute mit als normalerweise und haben uns gefragt, woran das wohl liegen kann. Und wir haben erst so ein bisschen Angst bekommen, dass wir da irgendwo einen Fehler in der Datenerhebung gemacht haben. Uns ist dann aber glücklicherweise aufgefallen, dass es so ziemlich genau mit dem Beginn der Covid-Pandemie übereinstimmt. Da hat das Parlament nämlich zum Beispiel Remote-Abstimmungen ermöglicht irgendwann. Das heißt, die Abgeordneten mussten nicht mehr im Plenarsaal sitzen, um abzustimmen, sondern ich glaube, zu Anfang konnten die noch per E-Mail oder so irgendwie abstimmen. Und das hat auch zu so ein paar kuriosen Situationen geführt. Zum Beispiel konnte ein griechischer Abgeordneter mitstimmen, der das sonst nicht kann. Der ist Neonazi, hat mitgegründet die Partei Goldene Morgenröte in Griechenland, die mittlerweile als kriminelle Vereinigung eingestuft wurde und sitzt eine 13-jährige Haftstrafe ab, glaube ich. Aber diese Remote-Abstimmung haben es eben ermöglicht, dass er aus dem Gefängnis mitstimmen konnte. Das ist es im Prinzip, wenn ihr mit den Daten arbeiten wollt. Wir haben eine Schnittstelle, ihr könnt die Daten herunterladen von GitHub und wenn ihr uns kontaktieren wollt, findet ihr hier nochmal unsere Daten. Wir haben Aufkleber mitgebracht, die da hinten auf dem Büchertisch liegen. Nehmt euch gerne einen mit, wenn ihr geht. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass wir hier vortragen durften. Wenn ihr Fragen habt, dann jetzt. Genau, ich kann auf jeden Fall sehen, die Datenqualität im öffentlichen Dienst ist genauso gut wie in der freien Wirtschaft. Das habe ich hieraus mal mitgenommen. Gibt es Fragen im Publikum? Ich könnte mir vorstellen, also erstmal vielen Dank, sehr spannender Vortrag. Ich könnte mir vorstellen, dass die Daten durchaus auch für LobbyistInnen sehr spannend sein könnten, um sozusagen gezieltes Targeting zu betreiben und zu gucken, wen man ansprechen muss oder so. Wisst ihr das? Wurdet ihr da kontaktiert schon mal so in die Richtung? Ja, die schreiben uns ab und zu E-Mails, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so. Es gibt ja auch ein paar kommerzielle Anbieter, aber bei uns muss man halt nicht zahlen, deshalb nutzen wir das auch ganz gerne. Könntet ihr euch vielleicht von den Läden Yummy Funding holen, so als Beraterhonorare irgendwie um Features einzubauen? Ja, vielleicht, aber wollen wir eigentlich nicht. Also gibt ja andere, die das machen und die damit ihr Geld verdienen. Soll nicht unser Fokus sein. Aber wenn ihr für was Nettes lobbyiert, dann dürft genau, ihr uns fragen. Und dann nehmen wir auch euer Geld im Zweifel. Genau, den Klüngel machen wir dann gleich, wenn die Kamera weggeräumt ist. Dann weitere Fragen? Ja.
Also ich finde es ja sehr faszinierend, wie transparent es eigentlich ist, sozusagen, dass die Daten erstmal verfügbar sind. Wie sieht denn das auf der Bundesebene aus? Also ich habe beispielsweise mal versucht, Abstimmungsergebnisse des Bundesrates irgendwie nachzuvollziehen. Könnt ihr dazu was sagen, ob es da ähnliche Quellen gibt und ob es möglich ist, diese Quellen irgendwie auch zusammenzutragen? Ja, da kann ich tatsächlich was sagen, weil das habe ich auch mal versucht. Meines Wissens nach gibt es auch im Bundestag namentliche Abstimmungen, manchmal deutlich seltener als im Europäischen Parlament, und die kann man auf der Bundestagswebseite anschauen und das funktioniert auch ganz gut und vielleicht haben die sogar eine Schnittstelle. Im Bundesrat veröffentlichen die einzelnen Landesregierungen ganz oft ihre Abstimmungslisten. Das sind PDF-Dateien, die sich richtig gewaschen haben. Es sind nämlich in der Regel Tabellen. Es gibt aber kein einheitliches Template, sondern die sind sehr wirr. Und die formulieren dann sozusagen auch den Abstimmungsgegenstand so ein bisschen freischnauze. Also selbst wenn du das offizielle Protokoll der Tagesordnung hast, ist das jetzt nicht trivial zuzuordnen, wo sozusagen in welcher Tabelle was steht. Es gibt es aber theoretisch alles. Genau, es ist nur sozusagen, also zum einfach nachvollziehen, ja, um das automatisiert zu machen, war ich bisher, bin ich an meine Grenzen gekommen. Ja. Ist aber, glaube ich, freiwillig. Also es ist jetzt nicht so ein offizielles Ding, dass die das müssen. Und ich glaube, es gibt eine Korrektur hinter dir. Nee, ich wollte die nächste Frage stellen. Würdet ihr sagen, wenn ihr angesprochen werden würdet, mal ein Best-Practice-Guide, wie Parlamentsdaten von beliebigen Parlamenten sozusagen veröffentlicht werden sollten, irgendwie eine Spezifikation oder so. Könntet ihr dazu sagen, wie ihr euch das wünschen würdet, dass man dann für Parlament XY das nicht nochmal neu aufsetzen muss, sondern dass man da im Prinzip den gleichen Code deployen kann mit einer anderen Target-URL? Also ich würde mir jetzt auf jeden Fall nicht zutrauen, das da astrein zu modellieren oder was auch immer oder da einen Vorschlag für eine Spezifikation oder einen Standard oder sowas zu entwerfen. Was wir halt schon versuchen oder ab und zu dann einfach mal machen, ist, dass wir irgendwie Mails geschrieben haben an die Parlamentsverwaltung und so waren, hey, es gibt hier irgendwie diese zwei Datenquellen, könntet ihr da nicht zumindest die gleichen IDs verwenden und nicht zwei unterschiedliche ID-Kreise? Und ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sie deswegen uns geändert haben oder dass das was gebracht hat, aber die antworten dann manchmal auch ganz nett und sind so, ja, okay, stimmt, geht wirklich nicht oder so. Und irgendwie ein paar Jahre später hat es dann da sich zumindest was getan. Das sind jetzt irgendwie Baby-Steps. Ne? Ich weiß, dass zum Beispiel einer der Beitragenden zu dem PaleTrack-Projekt auch mal quasi zusammengeschrieben hat, was aus seiner Sicht irgendwie alles passieren müsste, um zum Beispiel Daten aus Ausschüssen besser verarbeiten zu können und so. Also da gibt es schon auch Bemühungen, aber das ist jetzt ja auch eine sehr große Struktur und Organisation mit vielen Systemen. Wär super, wenn das standardisiert und einheitlich wäre. Ich weiß nicht, ob wir es machen werden. Wir haben noch weitere Zeit für Fragen, wenn ihr noch wollt. Aber das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich nochmal einen herzlichen Applaus für unsere Vortragenden.